MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu Mit Schal und Leidenschaft endlich mal wieder. Heute darf die Fortuna gegen St. Pauli ran und da spielt natürlich unser Crisinho. Ja, so sieht's aus. So, wir müssen erstmal gucken, ob der Kollege, der jetzt neu zu uns gekommen ist, der Herr Mattlung, der ist noch gar nicht hier im aktuellen Kader, ist mir aber auch scheißegal. Den brauche ich nicht. Und du hast noch 20 Sekunden. Oh, servus. Du hast noch 15 Sekunden. Ah, das ist alles hier sehr nett. Crisinho, da muss 8 Sekunden. Warum ich das sage, ist, damit der Crisinho rechtzeitig 3, 2, 1 seine Änderungen vornehmen kann. Weil wenn er jetzt nicht rausgegangen wäre... Dann, ja, das ist für den Arsch. Genau. Ja, mit Schal und Leidenschaft hatte eine kurze Unterbrechungsphase. Genau, weil mit Berlin etc., also mit den ganzen Terminen, die ich hatte, plus die Arbeitszeiten vom Crisinho, das hat nicht so harmoniert. Ja, auf jeden Fall, die Fortuna muss nach Pauli. Das Ganze am, ich glaube, Montag. Ja, schön. Und noch kann man nochmal auf die... auf die Meile. Hoppala. Auf jeden Fall am Montag. So, auf jeden Fall am Montag geht's nach St. Pauli. Und ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass es Montag ist, weil St. Pauli ist momentan Dritter, was ich super gut finde. Ich bin ich finde St. Pauli eine sehr sympathische Mannschaft und fand es. Hab also ein bisschen mitgezittert letztes Jahr um den, ich sag mal, Abstiegskampf in die dritte Liga. Und ich finde es schön, dass St. Pauli so. Was? Ach, das sehr ist doch, gut. Sehr ach, das ist doch, gut gesehen. Nee, komm, ey, das ist ja wie Schwalbe hoch 10. Habe ich jetzt so nicht gesehen. Gucken wir uns mal an. Oh, da wird aber auch geschoben. Da wird aber auch geschoben. Ja, also. Guck mal, der steckt die Trikot, oder? Von meinem Torhüter. Der springt nämlich jetzt dahin. Ja, aber... provokativ, Freunde. Endlich mal, ja. So, auf jeden Fall. Sympathische Mannschaft. Du den nicht gleich hier in irgendeine Table Dance war, abschleppen, den Jakob, und dann so wieder am Dancen ist. Ja, auf jeden Fall sympathische Mannschaft, finde ich, die Mannschaft aus Hamburg. Und freut mich, dass sie so weit oben stehen, aber gegen die Fortuna müssen halt leider mal ein paar Punkte abtreten. Weil wir ja auch auf den unglaublichen Lauf, den Düsseldorf unglaublich hat jetzt nach diesem Sieg jetzt gegen Fürth. War wahrscheinlich gut, dass wir nicht dieses Spiel orakelt haben, deswegen hat Fortuna mal gewonnen. Ja, wenn das so weitergeht, muss ich das Orakel abbrechen, dann sage ich, hey, komm, drauf geschissen. Ja, Hauptsache Fortuna steigt nicht ab. Ja, du knüppelst da auch nur rum, das ist doch nicht normal. Würde ich jetzt so nicht sagen. Ich gucke gerade so, wie St. Pauli bisher gespielt hat. 3-2 haben sie gegen Fürth gewonnen. Und ich meine, gegen Fürth waren wir definitiv eine sehr dominante. Das Schöne ist ja, dass uns jeder Trainer sagt zu uns, ja, hier, Fortuna, starke Bombenmannschaft und muss er auf jeden Fall auf dem Schirm haben und, und. Und dann spielen wir halt teilweise richtige Scheiße, beziehungsweise kriegen die Bälle einfach nicht rein. Bebu, Junge! Wieso spielt eigentlich Bebu? Hab wahrscheinlich schon wieder irgendwelche Fehler gemacht. Ne, Lukas Schmidt, passt. Und das Schöne ist, Avevoir, erstmal Bellinghausen ist wieder fit. Das ist mit eins der... Okay, das ist auf jeden Fall nicht die Aufstellung, die ich haben wollte. Hoppala. Das kann doch nicht, ey. Axel. Hier wird nur rumgetreten. Es ist auf jeden Fall nicht die Aufstellung, die ich haben wollte. Weil in der Aufstellung, die ich haben wollte, spielt auf jeden Fall ein Strudig, glaube ich, nicht mit. Dafür spielt ein Botzek, den ich jetzt hier nicht sehe. Ade, Schade. Und ich muss leider sagen, mein Lars hat richtig reingeschissen beim Pokal. Hat da gut... Und da ist der Ausgleich. Hat sich angedeutet.
wird sich der Zettel Ewald Lien ist auch noch Trainer da, ne? Der hat die doch ein bisschen gerettet und war der eigentlich auch mal bei Düsseldorf Trainer? Lien? Nee. Ja, Freunde, was ist denn das hier für eine Aufstellung? Ja, Freunde, so kann man natürlich auch keinen Blumenpott gewinnen. Ne? Ist natürlich, ihr habt eben gesehen, da ich eine ganz andere Aufstellung hatte. Ach so, dann, ich hätte mich zwar gewundert, aber weil da stand irgendwas von, dass du noch auf Änderungen vornimmst, aber du wohl nicht rausgegangen. Dann wird den Tipp gegeben und selber verkackt. Doch, ich bin rausgegangen, auf jeden Fall. Ja, sehr gut gesehen. Das da gezogen und gezupft, das ist brutal, Freunde. Da kann man mal eine Karte sehen. Klar, du provozierst hier wieder. Ah, der Himmelmann. Spielt der? Oh, da ist ja keiner von mir. Ja, es wird halt gerne mal ein bisschen gebunkert jetzt hier, ne? Also Koch hat auch mit der Hacke. Genau. Wird das eine Torchance? Er war nicht unwichtig. Ja, St. Pauli hat, glaube ich, kaum einer zugetraut, dass sie so einen nach dieser ja wirklich katastrophalen letzten Saison. What? Ja, willst du jetzt hier Rückpass fordern, oder? Was denn? Das war ja kein kontrollierter Rückpass. Was war das denn? Da bin ich dazwischen gegangen, zwischen deinen Ball. Und jetzt sind sie da oben richtig gut dabei. Also Respekt, sag ich da. Respekt. Definitiv. Gefällt mir aber auch gut. Also, wie gesagt, so ein Pauli schätze ich als eine sympathische Mannschaft. Oh, die kann jetzt vielleicht auch mal so ein sympathisches Tor hier machen. Auch nicht. Oh. Da legt er mir den so. Das ist die Fortuna. Das ist die Fortuna. Kann man einen abziehen hier. Bam! Bam! Hohoho. Sauber in den Winkel gehämmert das Ding. Unhaltbar, würde ich mal sagen. Werden sie jetzt mit ganz viel Selbstvertrauen auftreten. 2-1, hier ist noch alles drin. Starke Aktion, er lässt den Verteidiger stehen. Jakonan! Nein! Einen eigenen Mann angeschossen, ne? Das ist natürlich richtig bitter. Mann, ey. War ich der eigene Mann? Der hätte auch gut gepasst, oder? Ich glaube, der hätte gut gepasst, ja. Er ist doch wieder so scheiße und dann auch schon hier Nachspielzeit. Die Pässe kommen aber auch nicht an. Da muss in der Halbzeit muss hier mal ein bisschen. In der Halbzeit ein bisschen nachjustiert werden wahrscheinlich. Nachjustiert ist gut. Hier, weg mit dem Schwein. Das war beigespielt. Auch wahrscheinlich, auch. Als erstes. Kommt hier nochmal ein Angriff. Springt jetzt wie so eine Lasche da hoch, ey. Ja, komm, pfeif doch ab da, du Made. Ja, warte noch. Nein, warte nicht. Die erste Hälfte war spannend. So, jetzt müssen wir erstmal hier schnell was ändern. Chancen sind da, aber die nutzen wir nicht. Fangen wir erstmal mit der Aufstellung an. Haben wir denn hier noch? Hier Dutschak, ehemaliger Dortmunder. Da wechseln wir mal hier den Jatschi, der war, glaube ich, sogar mal bei Arsenal, wenn ich mich nicht irre. Das passt mir. Den brauchen wir in der Verteidigung, das ist wichtig. Bellinghausen spielt linker Verteidiger, ist auch okay. Und dann kommt gleich der nette Kollege vorne rein. Und dann sollte das passen. Dann sollte der Drops hier eigentlich gelutscht werden. Wieso wechselt meiner nicht? Ja, wird er schon gemacht haben, denke ich mal. Wahrscheinlich gleich oben anzeigen. Ah ja, da.
Oh, was ein Pass. Bolli. Den kann man erstmal hier wegsensen. Dann weiß er erstmal, wo hier der Frosch. Wo hier die gelbe Karte hingehört. Genau, geh mal hin und hol dir deine rote direkt so. So wäre das schön gewesen. Jetzt einfach so instant rot. Nee, da wäre der energischer hingelaufen. Gut. Gut. Nee. Nein, ich war geblendet von meinem tollen Torwarttrikot. Es hat schon mal Leute gegeben, die den auch reingemacht haben. Nein, ey. Nein, Bolli! Hallo, Schiri. Hallo, Spieler. Nein, ja, guten Abend, Missgeburt. Wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Oh ja. Sagen wir so, es ist ein... Er lag am Boden und du bist einfach reingesprungen. Ja, genau. Du rutschst da aus mit Anlauf hier in den Mann rein. Ja, aber du hättest ausweichen können. Aber wie soll ich denn da noch ausweichen? Ich lag da eine halbe Stunde. Und das aus der Distanz. Aber die Kanner, das hat er schon oft gezeigt. Stark gespielt. Was ist das denn? Und tschüss. Ballannahme FCW. Das ist wieder ein Traum, ist das. Weiß man doch, warum man FIFA. FIFA so viel Spaß macht. Der war natürlich jetzt nicht so schlecht. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Toll, Freistoß. Fass mich nicht an, du Huso. So bin ich. Oh. Mann! Es läuft nicht, wie es soll. Chancen sind da, ne? Kommen aber auch nicht mehr so entscheidend nach vorne. Das macht mir ein bisschen Angst. So, der ein oder andere Entlastungsangriff wird St. Pauli gut tun. Ein wenig. Aber ist vorbei. Und da, Junge! Was waren da schon wieder für Niggeligkeiten? Da hat der Schiedsrichter heute hier. Ja, ganz klar, aber Geld ist zu viel. Im Rausch oder was? Gibt ja nur noch Karten. Boah. Und er schießt. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Souverän, er hat den Ball. So, Buschi, jetzt gucken wir mal auf die Schussstatistik. So, vielleicht jetzt mal ein bisschen hier. Da kommt der Schauer da angewitzt. Einfach effektiver. Axel! Oh, nee! Mann, ey, das ist so unverdient. Wo holt er den denn her? Schön verschätzt hier und dann... Ich finde die Wiederholung bei FIFA echt schlecht gemacht. Der Sobota, ey, heute aber richtig, richtig stark. Also da wird bestimmt das ein oder andere Angebot nach der Saison, wenn er weiter so spielt, reinflattern. Dann wieder einmal von hinten. Nächste Rattung im Anmarsch. Ja, ist gelb. Das finde ich gut. Die Karten haben wir schon hier insgesamt. Oh, Bolli ist verletzt, ja. Das ist ja nichts Neues. Super Timing, den Ball holt er sich. Die haben alle gelb. Meine und deine? Oh, Mann! Oh, das wird ja wieder ein Traum, ey. Das letzte Mal 4-1 mit Bielefeld gewonnen und jetzt steht es schon 4-1 mit St. Pauli. Ja, katastrophaler Abwehrfehler da. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Nicht unwahrscheinlich, dass sie heute mit 11 gegen 11 das Spiel hier beenden, oder?
gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Na, endlich wieder gelb. Endlich wieder eine gelbe Karte. Das ist ja phänomenal. Also Vollspannschüsse mit Dampf kriege ich nicht hin. Ich weiß noch nicht mal, wie ich die machen soll. Auf welcher Taste. Das war, glaube ich, kein Abseits, ne? Aber stark! Doch Abseits, aber selbst wenn nicht, hätte Himmelmann da das Leben zur Hölle gemacht. Boah, ist das schlecht. Boah, ist das schlecht. Boah, ist das schlecht! Nachspielzeit wird angezeigt. 5 Minuten gibt es noch als Nachschlag. So, jetzt mal hier. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine. Wieder abseits, oder? Und die Chance, aber nein. Boah, ist das schlecht. 4-1. Und vor allen Dingen. Hey, eine gelbe Karte wieder. Wenn du es diesmal willst, dann lasse. Alles genau. Das ist upig. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. So, Ehrentreffer. Schade, ich hatte gehofft. Oh. Na. Na. Da muss man einen Elfmeter geben. Spuck ihn an. Ein bisschen blöd gewesen. Rechts, links, rechts. Eben hast du links, rechts geschossen. Jetzt, na, warum kommt er denn da nicht hoch? Also ich meine... Ne? 4-2. So. Zwei scheiße Elfmeter sind die einzigen Tore, die ich gemacht habe. Wirklich souverän gemacht. Auch auf diesem Niveau. Stark. Selbstverständlich. Ja. Freunde, ich schäme mich. Spiel am Milan-Tor. Und das ist auf jeden Fall nicht verdient gewesen an dieser Stelle, kann ich schon mal so viel sagen. Ja, das ist. Ja. Ich war effektiv. 10 Fouls von St. Pauli, 4 von Düsseldorf. Steht da auch irgendwo die Karten? Kann man die auch noch irgendwo? 6-4 gelbe Karten. Ja. Da wurde ordentlich getreten. Ja, Freunde. Bei Cresinho gibt es den Klassiker, das Derby. Schalke gegen Dortmund. Ich bin raus. Gut, Schuss. Bis zum nächsten Mal. Euer Commander. Tschüss. Ciao.